Hallo und herzlich willkommen im Bücherwald. Mein neuer Alternativwald, wenn ich in den richtigen Wald nicht kann, weil es da zu dunkel oder zu nass ist. Heute ist beides der Fall und deswegen Bücherwald. Wird wahrscheinlich häufiger vorkommen, dass ich hier hocke, weil jetzt kommt ja das Winterhalbjahr, es ist weniger lange hell. Und wenn ich das dringende Bedürfnis habe, noch schnell ein Video zu drehen, für das es eigentlich nicht notwendig ist, dass ich im Wald hocke, auch wenn ich das wirklich nach wie vor gerne tue und mir das eigentlich auch lieber ist, damit ich eben weniger Stress habe beim Video produzieren, werde ich wahrscheinlich jetzt häufiger mal hier im Bücherwald die Alternative vor Ort suchen. Jawohl. Außerdem gibt es dann keine störenden Windgeräusche und die Filmbedingungen sind für mich natürlich einfach. Ich spare auch einfach Zeit und kann mal eben schnell runter in den Keller latschen, um ein Video zu drehen. Das macht auch das Leben erheblich einfacher. Aber natürlich auch weiterhin Videos im Wald, selbstverständlich. Wenn immer ich die Möglichkeit habe, im Wald zu filmen, wird im Wald gefilmt. So viel zum allgemeinen Blabla. Thema heute, die Tollwut. Hatte ich eigentlich als dritten Teil vom Fuchs, also geplant, sie damit einzubauen. Nicht, dass ausschließlich im dritten Teil vom Fuchs die Tollwut gekommen wäre, aber so war ursprünglich mein Gedanke. Deshalb gibt es zurzeit auch noch kein Tollwut-Video. Aber jetzt, nachdem sich genug Leute beschwert, in Anführungszeichen haben, dass ich doch mal dazu was erzählen kann. Und das machen wir nämlich jetzt. Es gibt nämlich immer noch einige Leute, die ein bisschen Bammel vor Tollwut haben und es gibt auch immer noch einige Leute, die versuchen, ihren Privatwald von Besuchern freizuhalten, indem sie entsprechende Schilder aufhängen. Achtung, Tollwut und derlei Späße. Habe ich auch gerade neulich noch gesehen und auch bei uns im Wald hängt noch ein altes Schild rum, wobei ich mir bei diesem Schild, da es sich um Gemeindewald handelt, ziemlich sicher bin, dass das nur noch ein Schild ist, das man quasi vergessen hat abzunehmen und sich keiner dafür zuständig fühlt, es wirklich dann mal abzunehmen. Also das ist nicht mehr aktuell. Ja, also die Tollwut. Erstmal so ein bisschen zur Biologie von dem Virus. Also es ist ein Virus, das wäre schon mal das Erste, was man sagen müsste. Das bedeutet gleichzeitig im Umkehrschluss den Vorteil, man kann sich dagegen impfen lassen. Den Nachteil, Antibiotika helfen nicht. Es ist generell so ein kleines bisschen, kann man sagen, wenn man eine Viruskrankheit hat, hat man immer den Vorteil, dass man sich oft impfen lassen kann, gilt ja auch nicht für alle Viren, beispielsweise HIV ist auch ein Virus, gegen den man sich eben nicht impfen lassen kann, weil er seine Oberflächenstruktur dauernd verändert, aber Tollwut wäre einer, gegen den man sich impfen lassen kann. Der Nachteil bei Viren ist, wenn man sie dann mal hat und man ist nicht geimpft oder es gibt keinen Impfstoff, dann kriegt man sie nur noch enorm schwierig los. Danach ist eine Behandlung sehr, 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 sehr mühsam. Das ist dann wieder der Vorteil bei den Bakterien. Gegen die kann man sich zwar nicht impfen lassen, aber wenn man die hat, kriegt man sie mit Antibiotika relativ einfach wieder los. Sofern es noch ein Antibiotika gibt, das irgendwie wirkt. Aber gehen wir mal davon aus, dass das der Fall sein sollte und dann ist das gar nicht so dramatisch. Bei der Tollwut haben wir es jetzt also mit einem Virus zu tun. Der macht Folgendes. Wenn man sich mit dem Ding infiziert, was in der Regel durch einen Biss- und Speichel-Blutkontakt, also Speichel des Infizierten, mit dem Blut des zu Infizierenden in Verbindung kommt, dann setzt sich der Virus in den die Bissstelle umgebenden Zellen fest. Und in den Zellen, in denen er dann sitzt, reproduziert er sich erstmal. Der baut da im Zytoplasma, also dieser wässrigen Lösung, die da in der Zelle überall quasi ist, baut er sich eine kleine Fabrik. Und in dieser kleinen Fabrik fängt er an, eben neue Viren zu produzieren, bis er eine bestimmte Dichte erreicht hat, so viele Viren einfach vorhanden sind, dass die entsprechenden Zellen dann platzen, in denen der Virus drin sitzt, sich eine riesige Menge an Viren in diese entsprechenden Stelle ergießt und das Nervensystem befällt und das Nervensystem entlang die Wirbelsäule nach oben, also das zentrale Nervensystem, je zentraler, desto besser, bis hoch ins Hirn wandert. Und da sorgt er erstens mal dafür, da breitet er sich erstens noch weiter aus und zweitens sorgt er jetzt nun dafür, dass er sich von dem Organismus, dem Individuum, das er befallen hat, möglichst auf ein anderes Individuum ausbreiten kann. Und das funktioniert eben so, dass der Virus
so gesehen schon fast einen Zombie erschafft, wenn man so möchte. Also wirklich jemanden, der nicht mehr nach eigenem freien Willen handelt, sondern in gewisser Weise fremdgesteuert wird. Und gewisse zombiehafte Verhaltensweisen an den Tag legt, zum Beispiel Angst vor Licht, beziehungsweise enorme Schwierigkeiten, helles Licht, werden die aggressiv, wollen aus dem hellen Licht raus, schlagen um sich, beißen, kratzen. Das gilt übrigens auch für Tiere, genauso wie für den Menschen. Jetzt muss man vielleicht, ja, und was der Virus dann eben noch tut, ist eben durch den Befall des Hirns, ist auch oft, dass er irgendwelche Lähmungen verursacht. Das können irgendwelche Lähmungen sein, meinetwegen ein betroffener Hund zieht ein Bein nach, ein anderes Tier lässt zum Beispiel die ganze Zeit den Schwanz hängen oder irgendwie sowas. Das wäre eine mögliche Folge des Ganzen. Es kann auch die Gesichtsmuskulatur erschlaffen, dass da irgendwie die Backen dann so runterhängen und solche Dinge. Was aber ganz charakteristisch und typisch ist und vermutlich vom Virus auch gewollt in irgendeiner Form, ist, dass die Kiefermuskulatur erschlafft und gleichzeitig der Speichelfluss angeregt wird. In Kombination eben mit diesem aggressiven Verhalten und dieser völlig übertriebenen Reaktion auf Reize, die eben diese Wut darstellt, die ja namensgebend bei der Krankheit ist, führt das halt eben dazu, dass jemand, der wahnsinnig viel enorm infektiösen Speichel absondert, wild um sich schlägt, kratzt, beißt, Wunden verursacht, die der Virus ja eben dann braucht, um ein anderes Individuum befallen zu können. Das ist so ein bisschen die Vermehrungsstrategie. Wo kommt die Tollwut vor? Überwiegend in, wie so oft, bei Krankheiten, die man irgendwo mit, ja, Entwicklungsländern in Verbindung bringt, eben in Entwicklungsländer. In Entwicklungsländern. So, zentrales Land mit der höchsten Tollwutrate ist Indien und danach kommen eben, böse ausgedrückt, die anderen Länder, die man sich in dieser Richtung so vorstellt. Also so Großraum Afrika, Vorder-, Hinterasien, in China gibt es das teilweise auch noch ein bisschen. Da wird es ja jetzt besser, weil die immer reicher werden. Aber je ärmer das Land, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es da eben auch Tollwut gibt. Denn wenn man die Tollwut ausrotten möchte, was man kann, das geht, dann kostet das enorm viel Geld. Und das lohnt sich logischerweise dann nur dann, wenn man ein Land ist, das sich das A leisten kann. Ja, und B, dass die Notwendigkeit dazu überhaupt sieht. Mag ja Regierungen geben, die diese Notwendigkeit unter Umständen nicht sehen. Das spielt da sicherlich auch noch eine Rolle. Befallen werden von dem Virus sämtliche warmblütigen Tiere theoretisch. Wichtig ist halt eben, dass es sich um Tiere handelt, die eine grobe Wirbeltier, zentrale Nervensystem, Gehirn, Speichelfluss, Speichel produzieren können, Muskelgewebe besitzen. So funktionieren einfach. Auf gut Deutsch würden damit eigentlich alle Wirbeltiere in Frage kommen, aber der Virus braucht ein bestimmtes Temperatur, einen bestimmten Temperaturbereich, in dem er sich nur entwickeln kann. Ja, und dieses Temperaturoptimum ist ungefähr die Körpertemperatur eines durchschnittlichen Säugetiers. Da kommt der Mensch eben auch wunderbar, gehört da dazu ins Beutespektrum, wenn man das so nennen möchte bei einem Virus. Weswegen Vögel relativ wenig infiziert werden. Es kann mal vorkommen, ist aber doch eher selten und verläuft dann auch meistens nicht so schlimm. Also, dass es da ganze Epidemien gibt, dass alle Vögel von Tollwut angefallen, ja, befallen werden, ist super unwahrscheinlich. Denn die haben per se eine sehr hohe Körpertemperatur verglichen mit unserer und das wird dem Virus dann schon zu heiß. Man kann jetzt daraus eine mögliche Therapie formen, wenn man überhaupt keine anderen Möglichkeiten hat, sich jetzt gegen eine mögliche Tollwutinfektion zu wehren, Rückschlüsse daraus ziehen, dass man eventuell einen Erfolg haben könnte, den Virus zu besiegen, wenn man sich selbst quasi Fieber verursacht, bevor sich der Virus im ganzen Körper ausgebreitet hat. Weil der braucht eben eine Weile, bis er sich in der Wunde reproduziert hat. Und wenn man davor schon bereits sehr starkes Fieber hat, kann es, das ist hoch unwahrscheinlich. Und diese Methode ist auch nur dafür gedacht, wenn man irgendwo mitten im Dschungel sitzt und in nächster Zeit ohnehin nicht zum Arzt kommt. Das muss man ja immer dazu sagen bei solchen Sachen. Kann das möglicherweise eine Option sein, dass man sich aus irgendwelchen Gründen irgendwo Fieber herholt, wenn einem noch irgendwas anderes einfällt, um kurzfristig Fieber zu bekommen? Sich zum Beispiel mit irgendwelchen Dreck in der Wunde infizieren, in der Hoffnung, dass dieser Dreck dann schnell Fieber verursacht und
die eiternde und schwärende Wunde da nicht so schlimm ist wie die andere Wunde, die eben Tollwut enthält. Denn wenn man erstmal Tollwut erstmal ausgebrochen ist, beziehungsweise erstmal angefangen hat, sich über das zentrale Nervensystem überall hin zu verbreiten, dann ist zu spät, dann verläuft sie in 99,99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 9
Das bedeutet jetzt im Endeffekt, wenn man ein Marder- oder Hundetier sieht, das Schaum vorm Mund hat, irgendwie ein auffällig aggressives Verhalten zeigt und ja, eventuell noch runterhängende, sofern man das erkennen kann, runterhängende Mundwinkel und ähnliches besitzt, dann handelt es sich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit tatsächlich um ein tollwütiges Tier. Es reicht aber auch, wenn es einfach nur irgendwie ein sehr, 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 sehr auffälliges Verhalten zeigt. Zum Beispiel ein Fuchs, der einfach in der mitten auf dem Weg rumliegt und man kommt vorbei und der Fuchs liegt da trotzdem noch. Das ist die Chance, dass es dann sich um ein Tier handelt, das auch mit der Tollwut infiziert ist, aber den kalten Verlauf der Krankheit aufweist, relativ hoch. Das bedeutet, das Tier zieht sich eher zurück, legt sich irgendwo hin und wird sehr, sehr, sehr still und sehr passiv. Also die Lähmungen in deinem Hirn betreffen quasi dann alles, dass man überhaupt keine Lust mehr zu irgendwas hat. Es kann aber dann auch durchaus trotzdem sein, dass wenn man sich diesem Tier dann nähert, dass dann die ja, richtige Wut eben ausbricht, die typische Tollwut, und dass sich dann eben aggressiv wird und einen beißt. Im Prinzip ist es ja relativ harmlos, von einem Fuchs gebissen zu werden. Das tut ein bisschen weh. Da kann man sich natürlich noch diverse andere lustige Krankheiten von holen, weil der Fuchs ein wirklich von vorne bis hinten durchgeseuchtes Viech sein kann mit allen möglichen Krankheitserregern und zig Parasiten, die der Fuchs haben kann aufgrund eben seiner Ernährungsweise. Der frisst einfach absolut alles. Bietet sich es einfach an, im Fuchs zu leben, wenn man ein Parasit ist, dementsprechend infektiös. Ist ein Fuchsbiss in jedem Fall. Aber immer, wenn man vom Fuchs mal angefallen wird, der normalerweise ja scheu ist und genau weiß, dass er mit so einem großen Viech wie unser eins Mensch nicht zurechtkommt, ist es quasi die Chance, dass das Tollwut ist, extrem hoch. So, und jetzt der reguläre Behandlungsweg in so einem Fall, dass man eben von so einem Viech gebissen wurde, ist, sofern man nicht ohnehin schon geimpft ist gegen die Tollwut, was man auf jeden Fall dann tun sollte, wenn man vorhat, in ein ja, tollwutreiches Land wie eben Indien und nahezu alle afrikanischen Staaten zu reisen, sollte man sich eben vorher impfen lassen. Und wenn man das nicht tut, dann wäre der Weg zum Arzt das allererste, was man nach so einem Biss tun sollte. Auch falls einem in Deutschland tatsächlich mal so ein Viech begegnen sollte, das tollwütig zu sein scheint. Das ist sehr unwahrscheinlich, dazu komme ich dann am Schluss. Dann eben das allererste, was man tun sollte, sofort zum Arzt, denn man hat eben etwa 24 Stunden, im Idealfall 24 Stunden, es kann auch deutlich kürzer sein, Zeit, bis sich eben der Virus um die Wunde herum, soweit ausgeweitet, dass das Nervensystem befallen wird und alles und dann schon zu spät ist. Was man dann als Therapie bekommt, ist quasi einmal den fertigen Antikörper. Also man muss ja immer unterscheiden, bei Impfungen gibt es zwei Möglichkeiten, entweder, also eigentlich drei Möglichkeiten, so ganz grob gesagt. Entweder man wird mit dem Virus selber an sehr, 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 sehr kleiner Konzentration geimpft. Der Körper hat also die Möglichkeit, sich an diese sehr, sehr, sehr kleine Konzentration des Virus anzupassen. Das Immunsystem bemerkt den und wird ihn los, indem es eben die Antikörper dafür rechtzeitig produziert, bevor der Virus sich ausbreiten kann, weil er ja nur in winzig, winzig kleiner Zahl vorhanden ist. Und das Immunsystem hat eine Art Gedächtnis. Wenn mal ein Erreger da war, dann weiß das Immunsystem, auch wenn der Erreger nach 30 Jahren wiederkommt, ja ungefähr, das hängt vom Erreger ab, je nachdem wie lange dieser Schutz eben andauert, aber 10 Jahre ist in der Regel eigentlich immer drin. Und wenn der Virus eben nach 10 Jahren später wiederkommt, weiß das Immunsystem schon, ach, das ist der, den kenne ich schon, dafür habe ich ja im Vorrat hier noch ein paar Antikörper rumliegen und die können sehr schnell nachproduziert werden und es erfolgt eine sehr rasche, sehr heftige Immunantwort gegen diesen Erreger. Man kann damit eigentlich dann nicht mehr wirklich erkranken, also erkrankt werden von diesem Erreger, in diesem Fall Tollwut. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man sich eben mit einem toten Erreger impfen lässt, wo der Körper dann unter Umständen eben auch darauf reagiert und sich dann quasi die Antikörper dazu schon bilden, obwohl der Erreger da überhaupt nichts mehr tut, weil er tot ist. Das ist bei der Tollwut der Fall. Der Vorteil ist, so eine Impfung hat erheblich weniger das Risiko, dass es zu Nebenwirkungen kommen kann oder die Krankheit trotz der enorm geringen Menge an Viren, die man da gespritzt bekommt, eben trotzdem ausbrechen kann. Das kann nicht passieren bei einem Totimpfstoff, das ist relativ nebenwirkungsfrei, ganz grob gesagt. Und dann gibt es noch die dritte Möglichkeit, dass man die Antikörper, die der Körper normalerweise selber zu dem gegen eben den entsprechenden Virus bilden würde,
direkt gespritzt bekommt. Also quasi die Antikörper werden irgendwo chemisch hergestellt, im Reagenzglas beispielsweise oder in irgendeinem anderen Organismus, zum Beispiel in der berühmten Laborratte, der zieht man die dann mit der Spritze ab und spritzt sie dann dem entsprechendenjenigen, der sie gerade braucht. Macht man selten mit Ratten, macht man größtenteils mit Schweinen übrigens solche Verfahren. Das wird auch bei Schlangengift sehr häufig angewendet. Das entsprechende Serum, was man dann gegen das Gift bekommt, sind teilweise so eine Art Antikörper eben vom Schwein. Aber ich schweife ab und das ist nur ganz, ganz, ganz verallgemeinert gesagt. Und ich bin ja auch kein Mediziner. Hört mir also, was das angeht, nicht so genau zu. Nehmt es einfach nur mal so als ganz, 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 ganz grobe Randinformation. Das wüsste dann jemand, der sich in der Hinsicht spezialisiert hat, erheblich besser als ich. Tatsache ist jedenfalls, was man dann bekommt, nachdem man eben von einem tollwütigen Tier gebissen wurde und vorher nicht geimpft war, ist, dass die Wunde selber direkt mit den Antikörpern behandelt wird. Also die werden da dann quasi reingespritzt oder wie auch immer das jetzt genau injiziert wird, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall kriegt man dann an die Wunde ran, eben direkt die Antikörper, während man gleichzeitig, vielleicht am anderen Arm, ganz regulär mit den toten Viren geimpft wird. Und die Hoffnung ist jetzt eben die, dass das Immunsystem diese Viren dann möglichst sofort erkennt und innerhalb kürzester Zeit den Antikörper im Körper eben vorrätig hat, dass die Viren, wenn sie dann ausbrechen, aus ihren Zellen, in denen sie ja vorher erst mal feststecken, sofort vom Immunsystem erkannt werden und vernichtet werden, bevor sie es schaffen, das zentrale Nervensystem hoch bis unter den Hut zu kommen. So die Theorie. In der Praxis funktioniert das relativ gut. Und mit der präventiven Impfung ist es halt eben noch viel, 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 viel sicherer, als wenn man das erst hinterher machen lässt. Da aber viele, viele Leute eben gerade in Entwicklungsländern so gut wie gegen gar nichts geimpft sind, gibt es die Tollwut überhaupt noch. Wenn man von vornherein sagen würde, man impft grundsätzlich immer jeden, wäre die Tollwutrate auch nochmal erheblich geringer. Aber die Ärmsten der Armen ist das natürlich dann eben wieder schwierig. Und dann kommt eben noch der große, große Risikofaktor dazu, dass so eine Impfung auch mal versagen kann, wenn die Viruskonzentration, die man auf einmal abbekommt, eben so groß ist, dass selbst ein intaktes Immunsystem oder jemand ist sowieso schon angeschlagen, das Immunsystem hat zu viel zu tun, da eben nicht mehr hinterherkommt. Und das ist insbesondere dann der Fall, wenn man eben von einem infizierten Tier gebissen wird, dass da enorme Mengen von Speichel eben absondert, was ja der Sinn und Zweck dieses Viruses ist, beziehungsweise die Absicht des Virus, wenn man ihm eine Absicht unterstellen möchte. Kann es also auch mal sein, dass man trotz Impfung trotzdem die Tollwut bekommt, wenn man eben von so einem richtig krassen, tollwütigen Viech gebissen wird. Es macht also in jedem Fall Sinn, auch wenn man schon gegen Tollwut geimpft ist, sich danach nochmal hinterher nachträglich impfen zu lassen oder zumindest die Wunde dann mit dem entsprechenden Antikörper behandeln zu lassen. Das ist sehr, 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 sehr sinnvoll. Und jetzt kommt übrigens vielleicht nochmal für die Prepper und Survivor unter uns der Hinweis, dass es gar keine so blöde Idee sein würde, eventuell, gerade eben wenn man damit rechnet, dass bei einem Zusammenbruch der Zivilisation ruderale Strukturen wieder herrschen würden und solche Krankheiten, die eben lange weg waren, dann wieder zurückkommen, wäre es vielleicht keine so blöde Idee, Tollwutimpfstoff irgendwo im Hause zu haben. Was man unter Umständen nämlich auch durchaus über die Apotheke bzw. einen guten Arzt des Vertrauens bekommen kann, wenn man dem erzählt, dass man vorhat, zum Beispiel nach Indien zu reisen und da im Dschungel unterwegs zu sein. Oder noch schlimmer, in den Vorstädten. Für das Tollwutrisiko erheblich schlimmer als eben der Dschungel, weil ja eben der wilde Hund, der da wohnt, der Hauptüberträger ist. Gut, aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir nicht nach Indien wollen, sondern in Deutschland bleiben. Und da haben wir jetzt die luxuriöse Situation, dass Deutschland zu den, na, so viele Länder sind es nicht, aber es sind schon einige, zu den Ländern gehört, bei denen die Tollwut seit 2008 nach Weltgesundheitsorganisation ausgerottet ist. Fast. Denn Deutschland hat diese kleine Sonderklausel, ist frei von terrestrischer Tollwut. Sprich, die am Boden lebenden Tiere haben keine Tollwut mehr. Die nicht am Boden lebenden Tiere könnten theoretisch noch welche haben. Da Tollwut jetzt bei Fischen nicht vorkommen kann, weil die dann schon eine zu niedrige Körpertemperatur haben, kommen nur noch nicht dem Boden bewohnende Tiere eben in Frage, die fliegen. Und da Vögel in der Regel auch nicht infiziert sind, weil sie eine zu hohe Temperatur haben, was bleibt dann noch? Was fliegt und hat die Körpertemperatur eines Säugetiers? Ein fliegendes Säugetier!
Tollwut ist also die hauptsächliche Krankheit, die von Vampiren übertragen wird. Und das ist jetzt keine Spinnerei, sondern tatsächlich so die Vampirfledermaus, auch gemeiner Vampir genannt. Das ist tatsächlich der offizielle deutsche Name der häufigsten Art der Vampirfledermäuse. Es gibt, glaube ich, insgesamt drei. Die ist ein enorm kritisch zu betrachtender Überträger der Tollwut in Ländern, in denen sie vorkommt. Die haben wir aber nicht. Aber auch bei uns ist es tendenziell theoretisch möglich, dass durch Fledermäuse, die ja so super unter Naturschutz stehen und deren Population auch immer weiter zunimmt, ein großer Erfolg des Naturschutzes, was ich auch schön finde, ist es, auch das hat eine Schattenseite, theoretisch denkbar, dass die Tollwut nach Deutschland wieder zurückkehren könnte durch tatsächlich eine hohe Verseuchungsdichte der Fledermauspopulation. Allerdings muss man sagen, der Tollwutvirus, der die Fledermaus befällt, ist ein anderer, der den Fuchs befällt. Theoretisch kann der Fuchs aber auch vom Fledermaus-Tollwutvirus befallen werden und damit dann wir auch. Wenn wir also von einer Fledermaus mit Schaum vorm Mund und hängenden Mundwinkeln angefallen werden, dann könnte es durchaus sein, dass die dann tollwütig ist. Das ist extrem unwahrscheinlich, das ist wirklich extremst unwahrscheinlich, aber ich wollte es vielleicht doch mal kurz gesagt haben, wenn ihr von einer Fledermaus tatsächlich mal gebissen werden solltet, dann ist die Chance, dass die Tollwut hatte, extrem hoch. Also innerhalb dieser völlig abstrusen Situation, dass eine Fledermaus einen Menschen beißt, dann sind die Chancen, dass sie die Tollwut hat. Und dann sollte man halt eben sofort zum Arzt rennen und sich entsprechend, wie eben erklärt, behandeln lassen. So. Aber ansonsten seit 2008 Deutschland tollwutfrei und ich glaube, wir hatten seit den späten 70ern oder frühen 80er Jahren bis heute 5 Fälle von Tollwut in Deutschland beim Menschen. 3 davon, das waren Leute, die sich im Ausland infiziert haben und dann nach Deutschland zurückgereist sind. Und einer von den 2 anderen Fällen, da war die Infektion durch eben einen Hund, der eingeschleppt worden ist. Ich hoffe, das habe ich nicht schon irgendwo erzählt. Das ist jetzt schon die 2. Aufnahme, deshalb weiß ich nicht, ob ich es eben erzählt hatte oder jetzt gerade vor kurzem erst. Ich lasse es jetzt mal drin. Wenn nicht, müsst ihr euch halt beschweren. Dann weiß ich wenigstens, was richtig und was falsch war. Gut, die Chancen also momentan in Deutschland an Tollwut zu erkranken, sofern man eben gar nicht ins Ausland geht, super, super, super gering. Eine Infektion von Mensch zu Mensch ist übrigens auch nahezu ausgeschlossen. Bisher konnte die nur dann nachgewiesen werden, wenn man eine Organspende eines von Tollwut-Infizierten bekommen hat. Da das jetzt auch eher unwahrscheinlich ist, kann man das eigentlich fast ausschließen. Theoretisch ist allerdings durchaus eine Übertragung über die Schleimhäute möglich, wenn man also mit hochinfektiösen Speichel im Mundraum in Berührung kommt, also den Speichel von extern in den Mund oder Nase oder die anderen Schleimhäute, die es noch gibt, die ich jetzt nicht explizit erwähnen möchte, ist es denkbar möglich, dass dann auch eine Infektion stattfindet. Und ich glaube, die WHO empfiehlt in so einem Fall dann auch eine Impfung. Wenn man einfach nur Kontakt mit der Haut eines möglicherweise infizierten Tieres hatte, also intakte Haut auf intakte Haut, Fell, dann braucht man sich normalerweise nicht impfen zu lassen. Das wäre dann eben übertrieben. So sagt es, glaube ich, die WHO. Warum ist Deutschland jetzt tollwutfrei? Bei uns war der Hauptüberträger der Tollwut der Fuchs, das wissen sicherlich auch viele. Und man hat in den 80er Jahren zweierlei Dinge getan, um eben die Tollwutgefahr in Deutschland unter Griff zu bekommen. Nämlich erstens hat man die Fuchspopulation drastisch reduziert. Das hätte wahrscheinlich nicht mal sein müssen. Im Nachhinein wusste man dann das auch, dass das eigentlich Quatsch gewesen ist. Deshalb auch die vielen Baujagden auf den Fuchs. Und das Schlimmste, was in diesem Zusammenhang passiert ist, das muss man schon wirklich als schlimm bezeichnen aus Naturschutzgründen, ist die Baubegasung gewesen, dass man also wirklich hingegangen ist und den Giftgas in den Bau geleitet hat, damit da auch ja alles schön drin stirbt und die Fuchspopulation auf ein sehr geringes Niveau runtergeht. Es war nicht völliger Unsinn, dass man das gemacht hat, denn je höher die Fuchspopulation ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die gesamte Fuchspopulation sich quasi explosionsartig mit Tollwut infiziert und dann komplett auch zusammenbricht. Der Fuchs ist ein Tier, dessen Populationskurve so verläuft. Also sie steigt sehr, 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 sehr schnell an und bricht dann super rasch zusammen durch eine nahezu alle Füchse vernichtende Krankheit. Und das war, bis sie ausgerottet worden ist, meistens die Tollwut, heutzutage ist es die Räude.
Beides nicht besonders schön und die Füchse leiden da auch ziemlich drunter. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb ein Fuchs eine relativ geringe Lebenserwartung hat. Der hat einfach mit derartig vielen Krankheitserregern, die speziell auf ihn zugeschnitten sind oder ihm besonders gerne befallen, zu tun, dass ein Fuchs in der Regel nicht alt wird. Wird er aber dann trotzdem mal alt, dann ist es eben dieser sprichwörtlich enorm schlaue Fuchs, weil er durch seine doch sehr hohe Intelligenz, die potenziell vorhanden ist, in Kombination mit Erfahrung durch vergleichsweise hohes Alter, wirklich extreme Intelligenzleistungen zu bringen, in der Lage ist. Und man sich mit dem Fuchs eben auch wirklich anfreunden kann als Mensch. Der Fuchs erkennt einen wieder und man kann eine richtige Freundschaft mit einem Fuchs führen, sofern er dann mal alt geworden ist. Das ist halt eben in den allermeisten Fällen nicht der Fall. Die werden durchschnittlich, glaube ich, bloß 2 oder 3 Jahre alt. Durchschnittlich. Sie können, ich glaube, 14 Jahre ist die maximale Lebenserwartung. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Ja, wie hat man jetzt aber erreicht, dass diese Füchse nicht mehr mit Tollwut infiziert sind? Schluckimpfung. Man hat vom Helikopter aus kleine Fuchsleckerlis in Anführungszeichen überall im Wald abgeschmissen. Und ja, das war sehr teuer. Weshalb eben viele Entwicklungsländer eben nicht tollwutfrei sind, weil die Immunisierung der dort lebenden Wildtiere enorm viel Geld kostet. Aber eben diese Schluckimpfungen waren erstaunlich effektiv. Das hätte man vielleicht damals auch nicht erwartet, wie gut das eigentlich funktionieren würde. Man ist davon ausgegangen, dass eine Immunisierung von 40 bis 50% der Füchse irgendwie ausreichen würde. Aber aufgrund der sehr hohen Fuchspopulation hat es dann eben doch nicht so ganz gereicht, weshalb man eben wieder die Fuchspopulation zurückgefahren hat, damit man mit der Immunisierung nicht so viel machen muss. Und ich habe eben noch mal in einem etwas älteren Buch nachgelesen, das um die Jahrtausendwende geschrieben ist. Da geht man davon aus, dass die Tollwut wahrscheinlich besiegt ist, aber doch unter Umständen nochmal zurückkehren könnte. Also so Stand 2000. Man hatte eben zu diesem Zeitpunkt eine Immunisierung von etwa 80% der Füchse, sofern man es nachvollziehen konnte und sofern das überhaupt durch statistische Möglichkeiten zu erfassen gewesen ist. Nochmal kurz was zu dem Köder. Das war wirklich einfach quasi so ein Leckerli, wie so ein Hundekuchen in Anführungszeichen, der eben mit toten Tollwutviren geimpft gewesen ist. Und die hat sich der Fuchs dann halt einverleibt und hatte dann eben die Antikörper gegen eben diese toten Tollwutviren bereits gebildet gehabt, wenn er mit der richtigen lebenden Tollwut infiziert geworden ist. Und das war, wie gesagt, erstaunlich effektiv. Tatsache ist, dass es auch bei wildlebenden Füchsen damals um die Jahrtausendwende gab es, glaube ich, noch circa 300, 400 Fälle im Jahr. Über die gesamte deutsche Bundesrepublik mit einer riesigen Fuchspopulation war das nicht mehr viel. Und inzwischen sind wir so weit, dass wir überhaupt keine Fälle von Tollwut mehr haben. Eben seit 2008 sind wir frei von Tollwut. Die Chance also im Walde nochmal irgendeinem Tier zu begegnen, das die Tollwut hat, ist zwar gegeben, weil es möglich ist, dass die Tollwut zurückkommt, aus dem Ausland einwandert oder eben wirklich diese Sache mit der Fledermaus passiert, die ich vorhin mal beschrieben habe, ist aber extrem unwahrscheinlich. Man muss also, das hätte ich ganz am Anfang auch gleich sagen können, das wäre aber nicht so spannend gewesen, überhaupt keine Angst vor der Tollwut mehr haben, wenn man jetzt bei uns im Wald rumrennt. Es gibt zahlreiche Gefahren im Walde, die möglicherweise tatsächlich eine Gefahr darstellen könnten. Allen voran die Zecke. Meiner Meinung nach ist das wirklich so das gefährlichste Dingens, was im Wald unterwegs ist, rein statistisch gesehen. Mal abgesehen von, man fällt irgendwo runter und solche Sachen, davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Aber die Tollwut spielt keine Rolle. Spielt wirklich überhaupt keine Rolle, nicht mal irgendwo da unten in dem Bereich, wo die Prozente ganz, ganz nah an der Null sind. Seit 2008 gibt es das nicht mehr quasi. Die ist wirklich ausgerottet. Länder, in denen die Tollwut übrigens komplett ausgerottet ist und nicht nur eben die terrestrische, das ist Fledermaus-Restrisiko, das super gering ist, auch nicht mehr vorhanden ist die Schweiz. Also die Schweizer Zuschauer dürfen sich glücklich schätzen, dass sie wirklich 100% absolut tollwutfrei sind. Wir nicht. Aber fast. Ja, viel mehr fällt mir jetzt dazu nicht ein. Österreich ist übrigens auch tollwutfrei, mindestens mit der terrestrischen. Ich glaube, die sind sogar komplett tollwutfrei, also haben auch nicht das Fledermausproblem. Und überhaupt unsere Nachbarländer, so im näheren Umkreis, da ist die Chance, dass man da noch irgendwas findet, was Tollwut hat, extrem gering. Nach Indien impfen, sonst egal. Außer eben sowieso impfen, weil Prepper-Gedanke oder irgendwie sowas.
für wen das wichtig ist. Ich bin übrigens geimpft gegen Tollwut, wobei ich mir gerade nicht sicher bin, ob ich es noch bin. Ich muss mal wieder dringend meinen Impfschutz ganz allgemein gegen alle möglichen anderen Sachen auffrischen. Leider werde ich nie krank und habe deshalb nie einen Grund, zum Arzt zu gehen. Und deswegen gehe ich da halt auch ungern wegen irgendwelchen, ja, jetzt erstmal spontan keinen Nachteil darstellenden Vorsorgeuntersuchungen ungern zum Arzt. Aber das ist, glaube ich, sowieso auch so ein Volkssport, gerade bei uns Männern, dass wir ungern zu irgendwelchen Vorsorgeuntersuchungen gehen. Sollten wir häufiger tun? Ja, ich predige Wasser und trinke Wein. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, die Fragen zu Tollwut sind damit einigermaßen geklärt. Tschüss.